Hallo, damit herzlich willkommen zurück im Euro Truck Simulator. Wir sind in Frankreich und ich habe beim letzten Mal das Spiel neu gestartet, denn das ist mir abgerucht. Gott sei Dank ist nichts passiert, denn nachdem wir die Fracht abgeladen haben, hat er zwischengespeichert. Und dann bin ich einfach von der letzten Firma, wo wir den Auftrag beendet haben, einfach wieder zu dem Rasthof gefahren, habe mich da nochmal hingestellt und habe Pause gemacht. Oder habe ich da noch nicht Pause gemacht? Da müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich auf der Tour der nächsten irgendwie nochmal in der Werkstatt anhalten und die Beleuchtung von dem LKW an dem Fahrerhaus an der Seite irgendwie nochmal wegmachen. Das sieht mir irgendwie ein bisschen aus, als wenn er Pickel hat oder so. Ja, vorne im Kühlergrill, das mache ich glaube ich wieder weg. Im Nachhinein habe ich festgestellt, die fällt mir doch besser, wenn das nicht da ist. Und das werde ich jetzt mal irgendwie machen und dann gucke ich mal, dass ich da was bekomme. So, wir stehen an dem besagten Rasthof, wo ich dann nochmal hingefahren bin und ich speichert habe. Wir haben Freitag früh um 3:45. Ja, weil irgendwie ist mir das zu viel Lampenzeug. Wobei, das ist auch total komisch. Am Spoiler hinten von der Kabine leuchtet das. Leuchtet irgendwie heller als die anderen. Jetzt leuchten die mit. Ach, ist ganz komisch. Ein paar mache ich weg und dann geht es weiter mit der Tour, würde ich sagen. Tanken müssen wir nicht. Wir haben, wie viel Fahrzeit haben wir noch? 10 Stunden. Dann habe ich eigentlich gerade geschlafen, glaube ich. Ich guck mal im Frachtmarkt, was hier so Schönes für uns bereitsteht. Wir haben keinen eigenen Trailer und wir sind, ja, wo sind wir denn? In Limoges oder wie das heißt oder keine Ahnung. Ich würde fahren vorzugsweise La Rochelle oder Civaux oder wie auch immer das heißt. Jo. Da wäre was. Diesen da. 15 Tonnen Klamotten. Ja, die wollen sie aber auch schnell da haben. 321 Kilometer. Ich nehme den jetzt einfach mal gleich an. Und ich sehe gerade, wir müssen da noch mal knapp eine Stunde hinfahren. Okay, dann machen wir das. Jetzt bin ich hier falsch raus. Oh Gott. Hau ab jetzt! Du fahr doch! Also. Junge. Ich tu doch hier arbeiten müssen, Mensch. Behinder mir nicht. So. Auf jeden Fall werde ich da die Beleuchtung ein bisschen weiter abschrauben wieder. Aber dann sieht das vorne auch irgendwie aus dem Kühlergrill technisch ein bisschen. Die Lampen unterm Scheinwerfer, die mache ich glaube ich auch weg. Die beiden kleinen, links und rechts. Ja, glaubt. Sieht im Endeffekt optisch doch ein bisschen besser aus. Ah. Und ich wollte vielleicht mal ein bisschen mehr in Außenansicht fahren. Kommt, Kinder, dann können wir hier wieder so fahren. Ah, hat keiner gesehen. Sag hier rum, hier Albert, der wäre ja fast an der Auffahrt vorbeigefahren. Vielleicht, wenn wir so machen, dürfen wir schneller fahren. Mehr wie 90. Ne, okay, bringt nichts. Nein, ich wollte die andere Taste. Da wollte ich hin, genau.
Ich hoffe, der Auftrag ist noch gültig, wenn wir da sind und nicht, dass der verfällt. Ich muss da noch mal kurz reingucken. Irgendwie mache ich mir nämlich gerade Sorgen. Ich habe nämlich so ein Glück dafür. Deswegen. Der ist noch gültig. 2 Stunden. Das kriegen wir hin. Doch. Und ich hoffe, dass wir von da nach da kommen. Sieht doch nach einem Plan aus. Ja. Die Leerfahrten ärgern mich gerade ein bisschen, aber was willst du machen? So, fahren wir hier schon wieder runter. Mensch, war nur ein kurzes Stück Autobahn. Aber hier sind wir auch noch überhaupt gar nicht lang gekommen. Den decken wir nämlich gerade auf. Fahr mir nicht hinten drin, komm. Ich dachte gerade, das Schwarze an dem Schild hier hinter der Leitplanke ist ein Polizei. Glück gehabt. Ah! So, ich gehe jetzt aber mal in die Innenansicht, denn hier können wir noch Fragezeichen erforschen. Erkunden. Ist ja fantastisch. Und da ist eine Werkstatt. Das schaffen wir doch alles noch. Ein Volvo-Händler ist da. Ein richtiger offizieller. Gut. Das ist doch supi. Balla. Und alles auf einen Haufen. Komm rum, komm, komm. Ja. Wenn wir den Volvo-Händler wahrscheinlich aufdecken gleich, wa? Bumm, genau. Ach, von dem Volvo-Händler hier können wir auch Aufträge fahren. Okay, der zählt als Firma mit Aufträgen. Das ist doch geil. Ich will den, wenn wir dabei sind, gleich immer heile machen. Und dann ein bisschen Beleuchtung wegfriemeln hier. Wo waren denn? Nee. 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 Jo. Weg. Weg. Ah. Geil. Hallo? Hallo? Hä? Da. Boah. So, der Rest war vorne über ein. Genau. Jo. Kriegst du Geld wieder? War nicht so schlecht. Die andere Seite. So, Alter, hier hinten kann ich Unterlappen anbauen. Meine Güte. Da oben ohne. Okay. Das mache ich aber. Also hinten kommen da welche ran. Sieht ja eh keiner. Da habe ich keine rangemacht. Staunig aber. Was geht denn hier? Kann ich hier was Cooles machen auch? Ja. Aber das sind doch dann normale, die immer leuchten. Das ist ja Quatsch eigentlich. Die müssen da rot ran. Na komm, machen wir hier. So. Und so. Na komm, komm, komm. Ja. Unten macht gerade wenig Sinn, glaube ich. Obwohl hier könnte vielleicht noch so und da. Na komm, da auch noch. Und dann ist aber gut hier hinten.
Sieht man eh kaum, bis überhaupt ja nicht. So. Gut, denn hier vorne weiter. Den Kühlergrill ein bisschen abschlacken. Und die hier wollte ich auch wegmachen. Genau. Hier was anderes machen. Da leuchten die so blöde nach oben, ne? Das ist voll hässlich. Ah. Dann hängen die da so halb drin, das ist auch nicht schön. Hupen, auch mega hässlich. Ach komm, machen wir die auch weg. Ich glaube, so sieht es besser aus. So nehmen wir das. Kriegen wir 1200 wieder. So. Mal hier den ganzen Cup erstmal anschalten. Aber ich glaube, das sieht besser aus auf jeden Fall. So. Zeig. Doch, ich glaube, so finde ich das schöner. So bleibt es. Denn. Wo müssen wir denn hin? War das da schon der Volvo-Händler? Nö. Winlet-Transport. Hier würdet auch noch was geben. Aber ich wollte jetzt keinen Schwertransport fahren. Wir nehmen den. Der ist dann ausgewählt. Dann fahren wir dahin. Dann fahren wir dahin. Dann fahren wir dahin. So, die halbe Folge ist schon rum. Und ich habe ja auch nicht geschafft. Das ist ja toll. Darüber müssen wir. Kommt was? Kommt nicht. Kommt was? Kommt nicht. Mach auf! Schneller! So, 8447. Bleibt immer gleich, ne? Kann ich hier irgendwie noch was komplett anderes konfigurieren? Was cooles, was langes irgendwie? Nö, hier, der besser. Nö, bleibt so. Dann nehmen wir aber den alten Willy Beetskin hier. Dann hat mir der doch besser gefallen. Machen wir den. Jo, nehmen wir den so. Hab ich den jetzt richtig ausgewählt? Ja. Oder? Wir fahren nach La Rochelle. Jo, alles klar. Ja, ich habe geguckt nach Mods und also Quatsch. Gibt nichts, was mir gefällt, so richtig. Ja. Hallo, fahr doch da drunter. Deswegen fahren wir weiter durch Frankreich. Ich hoffe ja immer noch, damit irgendwann mal was Tolles Neues gibt. Vielleicht so ein Update für den Canvas oder irgendwas anderes. Ja, ich bin da immer noch hoffnungstechnisch eigentlich gut dabei. Hier rum.
Ihr habt hier noch irgendwas zu erkunden? Ich glaube nicht, das war nur die Ortschaft hier, ne? Ja. Okay. Dann geht es hier lang weiter. Fahren wir ein ganz großes Stück Autobahn mit Maut und. Hier gibt es nichts. Da ist ein Hafen. Und hier gibt es eh ein Fragezeichen. Naja, das kriegen wir doch hin. Ich tue es, als würde ich mich beeilen, dann ist das immer ja nicht so schlecht. Und dann kriegen wir das schon hin irgendwie. Ein bisschen mehr Geld könnten wir brauchen, denn ich würde vielleicht irgendwie nochmal. Naja, was heißt vielleicht einen anderen LKW fahren, aber. Also vom Klang gefällt mir der hier richtig gut. Aber ich muss die anderen auch irgendwie ausprobieren, wobei der originale Spielklang ist eigentlich katastrophal. Ich habe da rumprobiert und auch mit Motorenmods und Soundmods und bla und hier und da und das ist alles nicht zielführend. Also ich weiß nicht, inwiefern die mit Absicht das Spiel kaputt gemacht haben. Klangtechnisch, aber bringt ja keine Freude, wenn du da so eine elektrische Nähmaschine fährst, dann ist das halt irgendwie nicht cool. Weiß nicht. Also mein Spielspaßempfinden sieht da etwas anders aus. Müssen wir halt das Beste draus machen. Interessant wäre, ob sie den American Truck Simulator auch kaputt gefriemelt haben. Würde ich muss ich den spielen. Hatte ich sowieso mal vor, da mal rein zu gucken. Vielleicht ist das einfach die bessere Alternative, weil momentan fahren wir hier im Euro Truck Simulator auch mit amerikanischen LKWs rum. Von daher nimmt es sich ja nicht so viel. Und das ist eine komplett neue Karte, wo ich mich überhaupt nicht auskenne und noch gar nicht unterwegs war. Von daher wäre das vielleicht was ganz Interessantes Neues, aber. Ja. Erstmal machen wir hier Frankreich fertig. Und Italien. Weil die sind neu dazugekommen. Und dann müssten wir eigentlich auch die anderen Länder noch fertig machen. Also so ist auf jeden Fall der Plan. Irgendwie irgendwann. Was ist denn mit dir? Wo willst denn du hin? Ey. Alter, was ist denn? Das Ding musst du aber mitgebaut haben hier, sonst weißt du nicht, welche Abfahrt wohin führt hier. Wahnsinn. Wird ja schwindelig hier im Kreisverkehr. Junge, Junge. So, Autobahn, Action. ...90 Feuer, alles was geht. Tempomat und lass rollen. Innenraum hier fällt, hat er schon mal gesagt, ihr habt, ne? Ja, gut. Gefährlich ist das. Ein Tunnel wäre mal echt toll. Ich würde echt immer richtig gerne durch den Tunnel fahren. Aber seitdem ich dieses Fahrzeug hier fahre, ist das noch nicht vorgekommen. Weil gerade mit diesem Klang und Tunnel, da hatte ich mich eigentlich doll drauf gefreut. Naja, es ist halt noch nicht passiert.
Kommt er vielleicht noch? Wir fahren so schnell. Hat dann schon zu kauen den Berg hoch anscheinend. Okay. Nö, also beschleunigen tut er noch. Okay, dann ist es nur der scheiß Gangwahl mit der komischen Drehzahl. Die können sich hier nur nicht entscheiden. Schnell, langsam, was ist denn nun hier? Okay. Wir haben dann schon Ende zu fahren, ey. Ja, ich fahre so schnell, habe ich gesehen. Macht, oh, hier ist 55. Ah, und da war ein Blitzer, nein. Der zeige ich dir an, wie viel zu schnell. Okay. Hier kommt ein Bahnübergang, hoffentlich die Schranken hier jetzt nicht runter. Keine Zeit dafür. Knapp 200 Kilometer, aber war ja nicht alles Landstraße. Wir kommen nachher noch gleich auf ein Stück Autobahn. Jo. Mal gucken. Polizei, alles klar. Wir fahren so schnell. Also irgendwie ist es komisch. Mal passiert was, mal passiert nichts. Ja. Hat die originale Hupe, die ist ja grauenvoll. Ist hier klangtechnisch auch echt komisch, wenn du deine Endgeschwindigkeit erreicht hast und der aus dem Schubbetrieb rauskommt, dann wird der Ton noch total leise sein. Wenn du irgendwie gedämpfte Ohren hast, ist alles merkwürdig. Naja, ist egal. Kann ich mitkommen oder ist hier gerade schlecht? Boah, ich sehe nichts. Gefährlich. Ja, das tut. Kommt wieder ein Kreisverkehr. Boah. Wir fahren noch richtig hier, oder? Also ich habe jetzt nämlich nicht geguckt. Ja, sieht richtig aus. Okay. Wenn ich mir ganz doll ehrlich bin, hätte ich eigentlich echt schon Lust, einen amerikanischen Hauber-LKW zu fahren. Irgendwie ein Canvas oder ein Peterbilt vorzugsweise. Bloß Problem ist, ich habe noch keinen richtigen gefunden für die 1.37. Und wenn ich ihn von der vorherigen Version nehme oder von noch davor, besteht halt voll die Gefahr, damit er entweder nicht funktioniert oder der Ton kacke ist. Mach auf! Oh. 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 Toll, danke. Sehr toll. Ich freue mich. Riesig. Nicht. Mann. Wenn man auf dem Beschleunigungsstreifen bis 50 fahren, das ist ja Quatsch. Eben drum, weil hier sind 90, so. Was ist da los?
in die Fallen. So, hier gleich wieder runter und dann sind wir 125 Kilometer noch. Wir sind doch gleich da, oder? Oder wartet alles Landstraße? Funktioniert, ist aber ja das toll. So, Telepass-Durchfahrt. Telepass, Telepass, Telepass. Ne, ich will da. Schade, hätte ja klappen können. Zu spät. Leuchten die gelben Lampen die ganze Zeit am Trailer hinten dran. Das ist auch cool. So, den ziehen wir ab hier. Ha! Der Tank ist halb leer und die Fahrzeit ist halb rum, so wie das aussieht. Wenn wir da sind, vielleicht nochmal irgendwo Pause machen oder beim nächsten Mal dann mal gucken. Den erfolgreich überholt. Nur guck mal, haben wir nicht mehr weit. Also die haben hier auch echt Spaß, wa? Hier ist schon wieder was los. So, Maschine weg, abgehauen. Toll. Ganz toll. So, kleinen Moment mal. Da bin ich wieder. Weiter geht's. Da wollte die Katze raus. Klasse, Mann, scheiß Baumschatten hier, ich will ihn nicht haben. So. Ja, ist okay. So. Jetzt mal wieder auf Kurs kommen hier. Nee, so, 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 ja. Ich muss irgendwie von beiden Seiten fotografieren, weil ich gerade nicht weiß, von welcher Seite ich das letzte Foto gemacht habe. Denn die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her, ein paar Tage, von daher mache ich einfach beide Seiten und kann mir dann das Beste davon raussuchen. Zur anderen Seite stehen, Mensch. Ach, nee. Ne, 26 Kilometer noch. Das ging aber gerade ganz schön schnell. Ja, ich bin noch am überlegen. Vielleicht mache ich mal auch mal irgendwie ein anderes Spiel oder irgendwas. Ich bin noch ganz Zeit. Naja.
Ja, was heißt am Überlegen? Aber ich weiß noch nicht. Landwirtschaftssimulator, wenn, dann müsste ich da von vorne irgendwie anfangen. Aber ich habe eigentlich vor nicht allzu langer Zeit eine neue Karte angefangen. Wobei das auch recht schnell langweilig werden könnte. Da wären Zeitraffer-Videos vielleicht besser, aber die müsste ich denn mit Musik hinterlegen, weil ein stummer Zeitraffer-Film guckt ja keiner gerne. Also ich selber ja auch nicht. Bloß GEMA-technisch weiß ich da halt nicht so genau Bescheid, weil ich habe keinen Bock, da irgendwie Ärger zu kriegen, deswegen. Hallo, was fährst du mir vor der Karre? Geht's dir doch gut? Von daher bin ich mir da noch nicht ganz sicher. Oder war eine Runde Age of Empires oder sowas? Mal gucken. Hier, wenn ich in der Außenansicht gehe, ist der Ton auch so gedämpft. Ist merkwürdig. Oh, schöne große Kreuzung haben sie hier. Okay, hier könnte man parken, schlafen und tanken. Das ist schon mal nicht so schlecht. Hier ist ein Bahnübergang. Schön sanft, auch das ist cool gemacht. So, und hier gleich wieder raus. Schön. Da hatte ich vor, das war mein Plan, ja. Jetzt gehen die Schranken runter, da hört man das Bim, Bim, Bim. Da müsste ja irgendwo auch der Zug fahren, oder? Also man hört ihn schon. Sieht man den auch? Nee. Hä? Doch, da fährt er. Sieht auf wie eine Modelleisenbahn hier gerade irgendwie. Okay. Die fahren sich hier alle vor die Karre. Das ist ja der Wahnsinn. Doch, wo müssen wir hin? Ich will hier rum. Haut mal ab. So. Nein, du bleibst jetzt da stehen. Siehst du, hier doch mit dir. Ich habe hier nämlich eine Mission. Ich muss hier hin. Jetzt wichtig. Wie fahren wir hier rum, wa? Jo, dann hier rum. Gott sei Dank sind wir hier rumgefahren. Das ist ja praktisch. Oh, perfekt, oder? Ich finde es sehr gut. Dann machen wir mal den Kasten aus hier. Und satteln ab. Dann hören wir hier auch gleich auf und beim nächsten Mal fahren wir von hier aus weiter. Der Gegend ist ein verdammt guter Plan. So machen wir das. So. Mit 800 noch was Abzug vorhin. Irgendwie der Strafzettel, glaube ich, war recht teuer. Naja. So, beim nächsten Mal würde ich ziemlich gerne nach Zivo oder keine Ahnung, wie auch immer das heißt, fahren wollen. Haben wir so ja was da? Ein Schwertransport, ein Reifen. Da siehst du. Komm, ich nehme das noch an hier. Der ist noch eine Stunde gültig. Das ist auch gar nicht so weit weg. 3 Stunden 47 haben wir bestimmt noch auf der Fahrzeit, oder? 4 Stunden Fahrzeit haben wir bestimmt noch. 5, naja, bitte. Dann nehme ich den aber an und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Schon mal. Da. Da. Und so. Jo. Das soll sein für heute. Jo. Mal kurz und knapp. Wir sind schon wieder voll drüber. 35 Minuten. Tut mir ein bisschen leid. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.